Ein junges Mädchen wird in den Wald verschleppt. Der Mann, der sie gepackt hat und vergewaltigt, kennt sie nicht. Nach der schrecklichen Tat zwingt er die 15-Jährige in eine Felsnische und mauert diese zu. Im Wald hört sie niemand schreien und sie würde wahrscheinlich einen langsamen, grausamen Tod erleiden. Ob ihr Vergewaltiger sich noch im Wald aufhält oder wiederkommt, weiß sie nicht. Doch ihr Überlebenswille war größer als ihre Angst. Mit aller Kraft, die sie aufbringen kann, schafft sie es, sich aus der Felsnische zu befreien. Endlich frei beginnt sie zu laufen. Sie muss raus aus dem Wald. Sie läuft und läuft und läuft. Das junge Mädchen würde überleben. Erst Jahre später erfährt sie, dass sie dem Ungeheuer von Tirol lebendig entkommen war. Guido Zingerle. Geboren um die Jahrhundertwende, aufgewachsen in den Wirren des Ersten Weltkriegs und der Großen Depression. Im Zweiten Weltkrieg mehrmals desertiert und verurteilter Sexualmörder. Während seiner Taten wagten sich Menschen kaum noch in den Wald, um spazieren zu gehen. Sogar Jahrzehnte nach seinem Tod konnten Eltern ihre Kinder mit seinem Namen in Angst und Schrecken versetzen. Doch wer war Zingerle? Was veranlasste ihn zu den grausamen Morden? Was machte ihn zum Ungeheuer von Tirol? Ausgegrenzt. Geboren wurde Zingerle am 3. September 1902 in Charles, Südtirol, als uneheliches Kind seiner Mutter. Nur 6 Monate später wurde er in die Obhut einer Bauernfamilie in Wals gegeben. Bei seiner Pflegefamilie erfuhr er statt Liebe und Fürsorge Misshandlung und Missachtung. Aufgrund seines Status als unehelich geborenes Kind wurde er gemieden und ausgegrenzt. Wer sein Vater war, blieb ihm ein Leben lang unbekannt und seine Mutter verwehrte ihm sogar im Erwachsenenalter den Kontakt. Seine ersten sexuellen Erfahrungen machte er bereits mit 10 Jahren durch Doktorspielen mit Gleichaltrigen. In der Schule erging es Zingerle kaum besser. Von den Lehrern wurde er gemaßregelt und von Mitschülern schikaniert. Kriminelle Anfänge und Ehe. Bereits in jungen Jahren fiel Zingerle kriminell auf. Er beging Diebstähle und arbeitete als Schmuggler. Während seiner Zeit im Militär wurde er abermals schikaniert und ausgegrenzt. Nach Aussage Zingerles war sein Verhältnis zu Menschen stets schwierig gewesen. Er hatte nie einen wahren Freund gehabt und mied die Gesellschaft seiner Mitmenschen. Trotz des schwierigen Verhältnisses zu anderen Menschen heiratete Zingerle und bekam mit seiner Frau Maria ein Kind. Das Verhältnis zu seiner Ehefrau wurde nach der Geburt der gemeinsamen Tochter zunehmend unterkühlt. Sie hatten keinen Sex mehr und ab 1935 hatte Zingerle häufig wechselnde Geschlechtspartnerinnen. Während des Abessinien-Feldzuges in Äthiopien holte er sich sogar einen Tripper. Nach eigener Aussage soll Zingerle mehrere Bordelle in Afrika aufgesucht und mit über 500 Frauen verkehrt haben. Der Zweite Weltkrieg war ausgebrochen. Seit 1939 lebte Zingerle mit seiner Familie in Innsbruck, im Stadtteil Pradl. Während der Kriegszeit wandte Zingerle erstmals Gewalt an, um Frauen zum Sex zu zwingen. Er wollte mit richtigen Frauen, wie er sie nannte, schlafen, nicht mit Prostituierten. Denn diese verachtete er. Vermutlich war eines seiner ersten Opfer Thea N. Mit dieser hatte er einst eine Affäre gehabt. Er vergewaltigte sie nahe der Igler Alm am Batscher Kofel. Ein weiteres Opfer vergewaltigte er sogar in seiner Wohnung. Beide Frauen hatten ihn damals nicht angezeigt, weshalb seine vermeintlich ersten Taten ungestraft blieben. Während des Krieges desertierte Zingerle mehrmals von der Wehrmacht. In den letzten Kriegsmonaten wollte er sich in der Schweiz absetzen, aber wurde betrunken in der Nähe von Bozen gefasst. Wegen Fahnenflucht wurde Zingerle zum Tode verurteilt. Das Ende des Zweiten Weltkrieges rettete ihm allerdings das Leben. In Innsbruck arbeitete Zingerle als Zeitungsverkäufer, verdiente sich aber zusätzliches Geld durch Schmuggeltouren. Obwohl die Nachkriegszeit eine Zeit der großen Not für viele Menschen war, ging es Zingerles Familie einigermaßen gut.
Mord an Gertrud Kutin. Die Volksschullehrerin Gertrud Kutin war früh morgens auf dem Weg zu ihrer Arbeit in die Schule von Glanning. Dafür musste sie von Bozen aus die Gutschnerbahn benutzen, um den Berg hinaufzukommen. Anschließend hatte sie einen Waldweg zu durchqueren, bis sie Glanning nach etwa einer Dreiviertelstunde erreichte. Zingerle hatte die Nacht davor in einem Stadel in der Nähe übernachtet und war früh aufgestanden, um nicht vom Bauern überrascht zu werden. Auf halber Wegstrecke zwischen der Bergstation Gutschnerbahn und Glanning setzte er sich auf einen Fels, von dem er bald darauf Gertrud erblickte. Er stellte sich der jungen Frau in den Weg und forderte sie auf, mit ihm zu gehen. Da sie aber Widerstand leistete, zerrte Zingerle sie in den Wald, um sie zu vergewaltigen. Gertrud wehrte sich heftig, worauf er sie mit einem Messer bedrohte. Er zwang sie, sich auszuziehen, fesselte sie mit ihren Strümpfen und vergewaltigte sie. Daraufhin begrub er sie lebendig unter 50 Kilo schweren Steinen, wo sie qualvoll über die nächsten Tage hinweg den Tod fand. Ihre Leiche wird erst im März 1947 entdeckt und unter großer Anteilnahme in Bozen bestattet. Meldung vom Kommandant der Carabinieri an den Staatsanwalt, nachdem die Leiche von Gertrud entdeckt worden war. Heute um 16 Uhr wurde am Gunschnerberg in einer unwegsamen und gefährlichen Zone von Mare Ciallo Inga Morte, vom Brigadier Giuseppe Sansone und vom Vizebrigadier Larra Giuseppe eine Frauenleiche entdeckt, die bis zu den Knien unter Steinen versteckt war. Es handelt sich um die Lehrerin Gertrud Kutin, die im Frühjahr 1946 als verschwunden gemeldet wurde. Ermittlungen folgen. Wir ersuchen um Lokalaugenschein, damit die Leiche abtransportiert werden kann. Im selben Jahr des Leichenfundes sollte Zingerle zum ersten Mal verurteilt werden. Für zwei andere Taten. Zunächst blieb Gertruds Fall ungeklärt. Erste Verurteilung. 1947 wurde Zingerle zum ersten Mal wegen Sexualverbrechen in zwei Fällen angeklagt. Bei den Klägerinnen handelte es sich um Maria P. und Anna T., eine schwangere ehemalige Arbeitskollegin. Beide hatte er in einer ausgebauten Höhle im Wald in der Nähe von Meierhofen, Zillertal, mehrfach vergewaltigt. Im Fall von Anna T. beging er die Taten sogar im Beisein ihrer vierjährigen Tochter. Beide Frauen gaben an, dass Zingerle nach den Vergewaltigungen zusammenbrach und sich selbst als Schwein und Bestie beschimpfte. Er lässt die Opfer nur gehen, da sie ihn beruhigen können und ihm versprechen, ihn nicht anzuzeigen. Mit einem Jahr Gefängnis fällt das Urteil Zingerles milde aus. Ein Grund dafür war, dass Zingerle vor der Tat bereits eine Affäre mit Maria P. gehabt hatte und weil der Richter überzeugt war, dass sich der Täter bessern konnte. Obwohl er bereits ein mildes Urteil bekommen hatte, saß Zingerle nicht die gesamte Strafe ab. Seine Frau reichte ein Gnadengesuch beim Präsidenten des Oberlandesgerichts Innsbruck ein, mit einer Empfehlung vom Stadtpfarrer von Pradl. Am 24. Juni 1948 befand sich Zingerle wieder auf freien Fuß. Mord an Helen Munro. 1950 machte die 43-jährige Helen Munro mit ihrer Mutter Margaret Urlaub in Tirol. Sie übernachteten zusammen im Hotel Patschakofel. Am 1. Juli 1950 brach Helen allein zu einer Wanderung zur Glungerzer Hütte auf. Am selben Tag hatte sich Zingerle ebenfalls sehr früh morgens auf den Weg zu seiner Höhle beim Patschakofel gemacht, um der Hitze zu entkommen, wie er seiner Frau erklärte. Wie die Eheleute später zu Protokoll gaben, empfand Zingerle sexuelle Erregung bei besonders heißen Tagen. An jenem Tag ging Zingerle auf den Berg mit der Intention, einer Frau zu begegnen und sich an ihr zu vergehen. Gegen 17 Uhr kam Munro bei Zingerle, der sich oberhalb des Wanderweges hingesetzt hatte, vorbei. Laut Aussage seiner Kameraden habe Zingerle Englischkenntnisse gehabt. Daher wurde vermutet, dass er die Engländerin zunächst in ein Gespräch verwickelte. Nach eigener Aussage packte er Munro und trug sie bei heftiger Gegenwehr zu seiner Höhle. Dort setzte sich die Engländerin weiterhin heftig zur Wehr. Zingerle vergewaltigte die Frau mehrmals in der Höhle. Schließlich tötete er sie durch mehrere Schläge auf den Kopf mit einem Brecheisen. Die Leiche versuchte er mit Steinen zu verdecken, warf die Brechstange weg und versteckte ihre Sachen. Den Eingang der Höhle tarnte er mit Steinen und Rasenstücken.
Gegen 4:30 verließ er den Tatort und ging zu einem Gasthaus Richtung Heiligwasser, wo er etwas aß und trank. Danach kehrte er nach Innsbruck zurück. Der Jäger wird zum Gejagten. Kurz vor 18 Uhr brach ein starkes Gewitter aus. Zunächst beunruhigte die Abwesenheit Munros niemanden. Erst gegen 23 Uhr brachen der Sohn des Berghoteliers und zwei Angestellte der Batschakowelbahn auf, um die Engländerin zu suchen. Erfolglos kehrten sie gegen 4 Uhr morgens zurück und verständigten 3 Stunden später die Polizei. Es begann eine Suchaktion, die auch um 12.30 Uhr im Radio gemeldet wurde. Nur 1 Stunde später wurde der Eingang der Höhle entdeckt, wo man die ermordete Monroe entdeckte. Der herbeigezogene Inspektor Max Hatzel hat beim Anblick des Tatortes einen Geistesblitz. Die Szene, wie auch das Verbrechen, erinnern ihn sehr stark an die Vergewaltigungen von Maria P. und Anna T. im Zillertal durch Göde Zingerle. Am 3. Juli wurde die Bundespolizeidirektion Innsbruck verständigt, eine Hausdurchsuchung von Zingerles Wohnung durchzuführen, sowie sein Alibi zu überprüfen. Als die Beamten um 8.30 Uhr morgens in der Koflerstraße 17 eintrafen, war Zingerle nicht anzutreffen. Er befand sich bereits auf der Flucht. Der Jäger wurde zum Gejagten. Flucht. Am 3. Juli um 6 Uhr morgens, nur 2,5 Stunden vor dem Eintreffen der Polizei, hatte sich Zingerle auf seine letzte Flucht begeben. Nur einen Tag zuvor hatte er in den Frühnachrichten von Leichenfund erfahren. Außerdem wurde eine detaillierte Täterbeschreibung bekannt gegeben. Helen Monroe wurde währenddessen am 5. Juli 1950 unter großer Anteilnahme am Innsbrucker Westfriedhof begraben. Ein eisernes Gedenkkreuz am Tatort erinnert an sie. Zingerles Flucht führte Richtung Südtirol durch Berge und Wälder. Während seiner Flucht versorgte er sich durch Diebstähle. So brach er in Ställe ein und stahl Milch, Speck, Honig, Käse und anderes. Sein Bild wurde mittlerweile auf jeder Zeitung abgedruckt. Jenes Mädchen, welches 1946 nahe Karneid im Wald vergewaltigt wurde, identifizierte Zingerle als den Täter, nachdem sie sein Foto sah. Durch ihren Hinweis wurde Zingerle erstmals als Mörder von der Lehrerin Gertrud Kutin in Betracht gezogen. Der Flüchtige wurde mehrmals auf den Alben und Wäldern gesehen. Er kehrte sogar zum damaligen Tatort zurück, wo er Gertrud Kutin ermordet hatte. Dort sieht er das Gedenkkreuz, spürt jedoch keine Reue. Einmal begegnete er 3 Kindern. Den Jungen wollte er wegschicken und die 2 Mädchen in den Wald locken. Die Kinder liefen jedoch davon und berichteten vom Vorfall. Zingerle änderte daraufhin seine ursprüngliche Fluchtroute Richtung Falser Joch im Bustertal, dem Ort, wo er aufgewachsen war. Dort, wo alles für ihn begonnen hatte. Am 11. August 1950, 5 Wochen nach Beginn seiner Flucht, wird der Flüchtige schließlich von 5 Carabinieri in einer Heuhütte gestellt und widerstandslos festgenommen. Auf dem Weg ins Tal passierten Zingerle und die Carabinieri das Haus seiner Pflegeeltern. Auf die Frage, ob er sich an das Haus erinnern kann, entgegnete er bloß, dass seine Pflegeeltern die Schuld an seinen Verbrechen tragen. Im Tal angekommen, wird er in einer Kaserne festgehalten und auf Wunsch der Bevölkerung, einen Blick auf die Bestie zu werfen, 4-mal auf dem Balkon vorgeführt. Der Spuk ist vorbei. Die Bestie von Tirol würde sich nun für seine Taten verantworten müssen. Gerichtsprozesse. Am Tag seiner Verhaftung legte Zingerle bereits ein umfassendes Geständnis ab. So gestand er die Morde an Monroe und Kutin. Freimütig erzählte er von seiner Kindheit und Vergangenheit, bezeichnete sich selbst als Schwein und drückte wiederholt aus, wie froh er war, dass man ihn endlich gefasst hatte. Wer weiß, was ich sonst noch alles gemacht hätte. Er wurde auch zu den Vergewaltigungen befragt. Zingerle gab zu, ein Mädchen mit einem Messer bedroht und in den Wald gezwungen zu haben. Nachdem er sie vergewaltigt hatte, schloss er sie in eine Höhle ein und ließ sie zurück. Ich fürchte, sie ist tot, wahrscheinlich verhungert. Ich habe nichts mehr von ihr gehört und habe mich auch nicht mehr darum gekümmert. Zingerle irrte sich jedoch. Das Mädchen hatte überlebt. Ein Psychiater erklärte später vor Gericht, dass die bösen Eigenschaften Zingerles im Meer hinein als herausgeschlagen wurden. Während Zingerle auf der Flucht gewesen war,
machten Zeitungen auf ungelöste Morde von Frauen aufmerksam, wo er als Täter in Frage kam. Es handelte sich einmal um eine Lehrerin aus dem Zillertal, die 1945 tot aufgefunden worden war. Zum Zeitpunkt des Mordes hielt sich Zingerle ebenfalls im Zillertal auf. Er bestritt die Tat jedoch vehement, meinte sogar, dass es auf einen Mord mehr oder weniger nicht ankommen würde. Im selben Jahr war unweit der Brennergrenze ebenso eine junge Ungarin vergewaltigt und erwürgt worden. Auch das stritt Zingerle ab. Das Urteil wurde nur 2 Tage später gefällt. In 18 von 19 Anklagepunkten wurde Zingerle schuldig gesprochen. Für den Mord an Gertrud Kutin wurde er zu lebenslänglicher Haft und für die übrigen Straftaten zu 81 Jahren und 8 Monaten verurteilt. Fast 2 Jahre später, am 22. September 1953, wird Zingerle in Innsbruck ebenfalls der Prozess gemacht. Ein psychiatrisches Gutachten, das bereits vor dem Prozess erstellt wurde, kam zum Ergebnis, dass Zingerle zwar abnorm, aber nicht krank war. Das Urteil fällt hier kaum anders aus als in Italien. Lebenslänglicher schwerer Kerker und hartes Lager. Das Ende. Inhaftiert war Zingerle in Südtirol. Er galt als Musterhäftling und sogar der Gefängnisdirektor attestierte ihm ein vorbildliches Verhalten. Zingerle strickte während der Haft und sprach nie über seine Taten. Am 3. April 1960 war Zingerle schwer erkrankt und wurde in Turi bei Bari eingeliefert. Am 9. August 1962 starb er dort an Leberkrebs. Zu den letzten Jahren sowie seinen Tod schreibt der Autor Heinrich Schwarzer über Zingerle: Während der Frauenmörder Zingerle zur Legende wurde und noch Jahrzehnte später Fantasien und Ängste schürte, nahm die Öffentlichkeit von seinem Tod kaum Notiz. Die Bestie von Tirol. Guido Zingerle. Machte ihn seine Vergangenheit zum Mörder? War er wirklich froh darüber gewesen, endlich geschnappt worden zu sein? Warum stellte er sich dann nicht früher? Könnte Zingerle für die Morde an den 2 anderen Frauen ebenso verantwortlich sein? Gibt es vielleicht sogar noch weitere unentdeckte Opfer? Tatsache ist, dass er als Bestie von Tirol in die Geschichte eingegangen ist. Dass er das Leben 2 Frauen beendet hat und weitere Frauen durch seine Taten ein Leben lang traumatisiert hat. Dass sein Name einen Schrecken in Tirol und Südtirol hinterlassen hat. Miss you while